Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Armored Warfare hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind in der PvE-Operation Erebos unterwegs. Leider alleine. Unser werter Mitspieler hat heute leider keine Zeit zum Aufnahmetermin. Ich bin aber auch momentan ein bisschen am Durchhetzen. Ihr wisst ja, ich bin dabei, etwas vorzuproduzieren wegen Ostern. Obwohl für euch Ostern ja schon vorbei ist. Das müsste der Ostermittwoch oder der Mittwoch nach Ostern sein heute. Wenn die Aufnahme klappt, ich habe gestern schon eine aufgenommen, die hat nicht geklappt, weil ich irgendwie beim Aufnahme starten die Aufnahme beendet habe und beim Aufnahme beenden die Aufnahme gestartet habe, was dazu führte, dass ich zwar eine ziemlich große Datei auf der Festplatte hatte, aber das, was ich eigentlich zeigen wollte, war nicht zu sehen. Da möchte man jetzt mal ganz kurz drüber nachdenken, warum er das tut. Er weiß es nicht. Es war doof. Das kann ich eindeutig sagen. Gut, wir haben den T90A uns hier mitgenommen. Ich möchte auch mal ganz gerne mit dem guten Fahrzeug noch ein bisschen weiterkommen. Den 9er Token mir verdienen. Und deswegen, ja, gehen wir mal ganz kurz hier auf Mission. Mit dem guten Stück. Wenn es mich reizt, dann mache ich heute noch eine zweite oder dritte Tour vielleicht. Weiß ich noch nicht. Das werdet ihr dann aber sehen. Das werde ich euch am Anfang der anderen Videos sagen. So, wir fahren jetzt erstmal los. Und gucken mal. Upsala, was macht er denn hier? Er überholt mir auf der Seite hier. Was hat eine deutsche Fahne? Ich hätte die eigentlich nach Brasilien gesteckt, aber macht jetzt mal nichts. So. Ich möchte gerne mal wissen, was das für ein gutes Teil da ist. So, da haben wir einen Munitionswagen. Okay. Gut, ja, was, ne? So. Da hinten haben schon Spaß, wir noch nicht. Er fährt auch wieder zurück. Naja, ich gehe hier oben rüber. Muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass jetzt hier gleich welche quer kommen bei mir, aber... Versuche ich dir mal deinen Rücken zu fallen, den Gegnern. Oh, das ist genau das passiert, was ich wollte. Von der Seite in Ramka. Au. Eieieiei. Seid doch mal nicht so gemein zu mir. Das tat ja schon mal gleich richtig weh. Das gab ja mal gleich. Kommt der auch wieder zurück zu mir oder nicht? Also ganz alleine mit den ganzen hier anlegen, das muss ja auch nicht sein. Mist. Hat sich ja noch zurückgezogen. Sauhund. Moment, wir könnten ja mal. Ah. Na, mein Challenger. Der kommt doch zu mir. Warte mal. So, müssen wir wieder nach hinten abdrücken. Die sind auch ganz schön eingekesselt, da die Jungs, ne? Ah, das, was ich hier mache, ist auch nicht gerade. Oh. Der fährt da unten lang, alles klar, okay. Er kommt näher. Er mag mich also auch. So, gucken wir nochmal oben rüber. Nehmen wir hier keinen mehr. Müsste eigentlich der Ramka da hinten aus der Tiefe irgendwann mal sichtbar sein. Wenn er da lang fährt. Eieieiei. Wenn ich immer hinter mir habe, dann explodiere ich doch hier instant. Hier mal ganz kurz. Hallo, guten Tag. Hallo, Challenger. Wie geht es dir? Das war uns. Ja, ich muss hier mal ganz kurz durch. Tut mir leid. So. Macht hier Dinge, die soll man eigentlich nicht machen. So. Rücken zum Gegner stehen ist immer nicht gut. Zwei Mann sind schon tot. Interessant. Und doch die beiden aus dem Zug. Mhm. Auch gleich disconnected. So. Ah ja, der ist down. Gehen wir mal unserem Team helfen. Hätte er nicht wegkommen müssen von mir. Wenn man schön bei mir geblieben wäre, dann hätte das durchaus was bringen können. Naja, gut. So halt nicht. Jetzt haben wir hier noch zwei Main Battle Tanks. Der eine schon halb tot, der andere zwei Viertel tot. So. Und wer jetzt aufgepasst hat, ne? Halb tot und zwei Viertel tot, ist irgendwie fast ganz tot. Also, naja, das gleiche. Zwei Viertel und ein halb. Ah, Mann, auch noch auf die dickste Stelle geschossen haben. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ganz ruhig geblieben, mit. Ganz ruhig geblieben in eurer Ecke. Ja, ja, mach mal. So. Sag mal, wir kriegen wahrscheinlich ein Zeitproblem jetzt hier mit dieser Mission, die wir wahrscheinlich nicht mehr erfüllt kriegen. Was noch schlimmer wäre, wenn die...
Mann, ihr seid doch da, um da die bisschen vielleicht eventuell die Wannen zu penetrieren. Ich bin ja viel zu hoch hier. Oh, den können wir nochmal 600 mitgeben. Gut, der ist weg. Weiter geht's. Der tat weh. Der tat richtig weh. Du bist bereit. Autolader wieder hergestellt. Doch, alles kaputt hier drin. Schon gebrauchen kann für den vollreichen Kampf. Gut, okay, dann gehen wir weiter. Da haben wir noch einen Bradley. Ach, der schießt auch mit Raketen. Joi. So, ein Gun ist drin. So, jetzt kommen die von hinten angefahren. Moment. Erstmal den Rücken erstmal putzen hier, weil sonst gibt es hier gleich richtig Schmerzen. Das will man ja auch noch nicht. So, den haben wir weg. So, dann werden wir uns mal für den Challenger ein bisschen anlegen. Wenn wir uns ein bisschen getrackt haben, Mann. APS hat er zerstört, okay, das ist mir egal, das, da kann er eh nichts. So, weitermachen hier. Also ich glaube, das gibt jetzt hier eine eiserne Medaille für den, für vielleicht die Gast in der Niederlage, aber naja. Sophia kann ja noch ein bisschen was machen hier. Da könnt ihr den Bienen wieder hin brauchen. So, irgendein Ziel. Mach doch mal erstmal den tot. Dann schießt er nicht mehr auf den Twitch. Ah. Jojo, ist ja gut. Ah, der Stingray, der macht da hinten schon ein bisschen Zielrückkämpfe. Naja, Secondary. So, dann haben wir den ja auch weg. So, dann können wir ja nochmal da drüben hingehen. Das ist alles nicht so einfach hier, wenn man uns doppelt nimmt. 5 Minuten haben wir noch, naja, oder über die Flugabwehr. Mit so einem kaputten Motor oder was wir hier alles kaputt haben im Kahn, ist ja gar nicht mal mehr so gelenkig, ne? Einziges, was er gut hat, ist halt wirklich Panzerung und die Gun ist eigentlich an sich auch nicht schlecht, ne? Also die hat einen guten Alpha. Da kann man schon mal ein bisschen was mit machen. Da geht was. So, Munition, wenn man die hier oben näher wird. Also bis jetzt sieht es noch ganz gut aus hier für einen positiven Abschluss. In dieser Mission, warte mal, da kann ich ja der E-Geschoss mal reinwirken. Das sieht ja noch gleich viel effektvoller aus. Und da hat mir auch einmal gesagt, dass man den gegen den Turm durchaus mit HE Schaden machen kann. Treffer ohne Schaden, alles klar, okay. Mhm. Dann halt doch nicht. Okay. Das ist wahrscheinlich nicht die richtige HE. So, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist nur so ein... Hoppala. Ja komm, holt sie hier meine Hardgun-Schelle ab. Die gefällt dir doch richtig, ne? Probieren wir mal ein bisschen mit den Raketen rum. Können wir ja ruhig machen. Ja, ist ja gut.
Gut, dann sind wir jetzt wieder auf den Hardkern geschossen. Über die kennen wir uns aus. Schön, haben wir mal den Smoolager gegeben hinten. Nee, nee, du. Lass mich mal in Frieden hier. Ganz in Ruhe fahren. Ich bin der Bravste von der ganzen Welt. Ich will doch gar nicht. Oh, jetzt bist du explodiert. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Das war nicht mit Absicht. Entschuldigung. Wir haben noch 2 Minuten 30. Ich glaube, wir müssen dann auch noch erfolgreich abziehen in den 2 Minuten 30. Das werden wir wohl nicht schaffen. Typ 99. Oh, er repariert sich nochmal hoch. Ist hässlich. Alles andere nehme ich gerne an. So, dann müssen wir uns auch mal reparieren. Alter, kriegst du wieder instant gleich eine vor den Turm gehämmert. Das Ding ist aber auch hässlich, dieser Ramka. Na ja, gut, das ist ein guter Counter gegen halt den Main Battle Tank an sich, ne? Das Ding noch kaputt. Für das Stingray kriegt denn den Rückzugspunkt noch. Weil damit die wir sonst auch erstmal freischießen. Das schaffen wir nicht mehr in 1,27. Der Typ, wir müssen in die andere Richtung. Er hat auch die Mission durcheinander gebracht. Er hat auch da auch hinten jetzt hin schnell. Schön. Ist ärgerlich, aber wir müssen es versuchen. Eine Minute haben wir noch. Ich glaube, viel anhalten ist jetzt nicht mehr. Wenn jetzt hier wirklich viele Leute stehen, einfach durchheizen. Haben wir da einen Ramka? Ja, komm. Wir haben nur noch die Möglichkeit, dass wir hinten in den Punkt reinkommen und durchkeppen. Er kämpft da hinten. Naja, gut, lassen machen. Es wird leider nicht reichen. Schade. Wenn der Type auch so pfiffig gewesen wäre, einfach durchzurasen, mitzukappen, hätten wir es sogar noch geschafft. So nicht. Ja, zerschießen hilft auch nicht mehr, schaffst du nicht mehr in 12 Sekunden. Schade. Der Type hätte wirklich nur Gas geben müssen. Einfach nicht anhalten, einfach durch, einfach durch. Da muss man einfach durch. Was egal, wenn sie dann kommen und einen aus dem Kreis rausbolzen wollen, kann man sie immer nur so hinstellen, dass man die dann wegkriegt, ne? Aber. Man hat es halt nicht versucht. Er hat sich dem Gegner gestellt und das war falsch. Keiner auf die Uhr geguckt. Schade. Sehr, sehr schade. Und es gibt noch nicht mal einen eisernen Star. Das hätte ich ja nicht erwartet. Doch, bin doch hier bester im Team. Ja, die Beine waren halt. Die waren echt nutzlos. Kann man nicht anders sagen. Schade. Sehr, sehr schade. 17.000 Schaden gemacht, 26 gespottet, 8 abgestellt, 600 Spotting Damage noch gemacht. In den Details sieht es wie folgt aus. Achso, die eiserne Medaille gibt es ja nicht bei, die gibt's ja bei PvP, nur nicht bei PvE. Schade. Ansonsten war es ein sehr schönes Gefecht. Es war viel zu sehen. Es gab viel zu sehen. Es war auch viel Action auf dem Schirm. Falls es euch gefallen hat, trotzdem, wie wir das gemacht haben und wie wir das gelöst haben, das Problem, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann. Tschüss.